An insgesamt drei Freitagabenden im Sommer verwandelt sich das Zentrum von Mittersiel in ein Freiluft-Shopping-Center. Bis 22 Uhr kann nach Herzenslust gebummelt und geshoppt werden. Wir waren beim ersten Moonlight-Shopping im Oberpinzgau dabei. Den musikalischen Auftakt zum ersten Moonlight-Shopping in Mittersiel gestaltete die Stadtmusik Mittersiel. Viele Einheimische und Gäste nutzten die Gelegenheit, bis 22 Uhr zu shoppen und im Freien zu flanieren. Einfach einmal für die Einheimischen, für die Gäste einmal längere Öffnungszeiten, weil es einfach im Sommer mal auch richtig schön ist und weil man das ja aus den südlichen Gefilden kennt. Wer ist nicht gern, wenn er auf Urlaub ist, einmal länger unterwegs und dort einmal länger einkaufen? Da kommt es eigentlich her. Und damit das Ganze noch ein bisschen einen festlicheren Rahmen kriegt, haben wir rundherum noch ein kleines Festl sozusagen organisiert, wo so wie jetzt gerade die Blasmusik spielt, dann mehrere Live-Musikbands über den ganzen Abend hinweg. Und so wird das Ganze zu einem runden Fest, einfach wo für jeden was dabei ist. Auch die Kulinarik kam nicht zu kurz. Regionales stand selbstverständlich im Vordergrund. Das ganz Besondere, sage ich jetzt mal, ist erstens mal die Grundprodukte, die wir haben. Über 95% aus dem Salzburger Land, oder? Hauptsächlich Direktvermarkter und österreichische Küche, ein bisschen neu interpretiert. Was die Schöne bei uns ist, sage ich jetzt mal, unsere Küche ist ja genial. Ne? Und wir machen es so, dass man es auch in kleinen Portionen bei uns essen kann. Das heißt wirklich Austrian Tapas in diesem Tapas-Konzept. Das heißt, man kann es entweder in der Hauptspeise essen oder wirklich in Chlor zum Durchkosten überall bei uns. Im Liegestuhl im Freien den lauen Sommerabend genießen und es sich einfach gut gehen lassen. Beim Moonlight-Shopping in Mittersiel kein Problem. Also die Terrassen haben wir heuer neu gekriegt und wir sind voll froh, weil es wird total gut angenommen und es ist total natürlich gemütlich, wenn die Sonne scheint und auf die Nacht ein bisschen einen Spritzer trinken oder so. Dann passt das gut. Also die Leute taugen und uns taugen auch. Mit Veranstaltungen wie dem Moonlight-Shopping soll aber auch ein Zeichen gegen den Onlinehandel gesetzt werden. Was den stationären Handel vom Onlinehandel halt unterscheidet, ist der Faktor Mensch. Und das ist halt ganz wichtig, das Service, die Beratung und so weiter. Und das wollen wir unter anderem mit solchen Aktivitäten erzeugen, damit die Leute einfach auch sehen, da gibt es Leute, die grinsen die an, wenn es beim Geschäft einige ist. Dann hat man eine Beratung, dann hat man einen Service dabei. Und das hat man halt im Onlinehandel nicht, wo man halt einfach nur immer einen Klick entfernt ist. Und das ist halt dann ein anderes Erlebnis. Daher wird in Mittersiel den ganzen Sommer über den Gästen und Einheimischen einiges geboten. Das Moonlight-Shopping haben wir noch zweimal, am 12. August und einmal am 26. August, wo wir gleichzeitig dann unser Streetfood-Festival auch in Mittersee haben, also Streetfood Market Austria ist bei uns da für 3 Tage. Und dann haben wir nächste Woche das Dorffest in Stuhlfelden für 2 Tage, was eher so ein kleines gemütliches Fest ist. Und in 2 Wochen dann das Stadtfest in Mittersee, wo wir nach 2 Jahren Abstinenz endlich wieder mal richtig Vollgas geben können. Und da freuen wir uns schon extrem drauf.